Und ich sag die ganze Zeit. Ich sag die ganze Zeit, geh zur Polizei, geh zur Polizei, geh zur Polizei, die macht das schon. Am Arsch. Tja, mal wieder. Den Weg gesehen und mal wieder alles falsch gedeutet. Nicht schlecht. Danke. Kommen Sie rein, Mr. Shelby. Möchten Sie Kaffee? Oh nein, danke. Spielen Sie? Ja, einmal. Die sind heute noch mit der Rasenpflege beschäftigt. Interessanter Sport. Man braucht Kraft, aber auch einen kühlen Kopf und Genauigkeit. Wollen wir ein paar Bälle schlagen? Hier können Sie auch keinen Rasen zerstören. Okay. Nehmen Sie sich doch einen Schläger. Ja. Privatdetektiv tut sich zum Golfen. Bälle sind im Koch. Das Wichtigste ist, den Schläger richtig zu halten. Bereit machen und schwingen. Das war nur der erste Ball. Sie sollten nächstes Mal härter zuschlagen. Aber Sie haben mich doch nicht nur zum Golfspielen eingeladen. Ich habe gehört, Sie stellen Fragen über meinen Sohn. Stimmt. Mich interessiert, ob Gordy in den Origami-Fall verwickelt ist. Und Schlag. Mein Sohn hat mit derartigen Sachen nichts zu tun. Dann muss ihn ja meine Ermittlung nicht beunruhigen. Sie brauchen gegen meinen Sohn nicht zu ermitteln. Er hat damit nichts zu tun. Bei allem Respekt, Mr. Kramer. Ich allein entscheide, gegen wen ich ermittle. Einflussreicher Mann, Mr. Shaw. Und ich zahle gut für Loyalität. Wollen Sie mich bestechen? Sagen wir mal, ich biete Ihnen eine Entscheidungshilfe. Für wie viel lassen Sie Ihnen Ruhe? Für kein Geld der Welt. Sie verstehen mich falsch. Das zieht bei mir nicht. Bleiben Sie meinem Sohn fern, Mr. Shelby. Sonst bedauern Sie es. Aha. Schönen Tag noch, Mr. Kramer. Etwas kürzeres Kapitel, was weniger Kommentar zu tun von mir benötigt. Donnerstag 7:47.
Eidechsen aus Porzellan sehen neu aus und passen nicht zu dem restlichen Müll. Dann gibt's die nächste Prüfung für dich, Idiot. Nimm jetzt noch Idiot. Eve hat jetzt einen neuen Namen. Was wirst du als nächstes antun? Ich bin gespannt. Eine grüne Hexe. Und wer ist mit der hier? Können wir die mitnehmen? Schon wieder können wir sicher sein, dass der Typ uns kontrolliert und beobachtet. Zu den anderen Echsen wären wahrscheinlich giftige, wären wahrscheinlich Echsen drin gewesen. Was erwartet dich hier? Sieht erstmal nicht so schmerzhaft aus. Aber warten wir mal ab. Bin mal gespannt, wer jetzt leiden muss. Hoffentlich lässt er nicht andere auch noch leiden. Für seine Idiotie. Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Sie haben 5 Minuten Zeit, um sich vor der Kamera ein Fingerglied abzuschneiden. Schaffen Sie es, bekommen Sie Ihre Belohnung. Wow, okay, als ob du... Okay, wir haben eine Hacke. Wollen wir es kurz und schmerzlos oder wollen wir leiden lassen? Das ist meine zwischen unmöglich. Ach komm, ich meine, jetzt ist es. Ich meine, in dem Punkt weiß auch der. Hat doch der perverse Mörder keinen. Er weiß, dass er alles tut. Das ist, jetzt lässt er ihn leiden. Ich habe doch die Axt gesehen. Wollen wir die mal. Ist nur eine Säge. Sie haben noch 4 Minuten und 30 Sekunden. Ah, wollen wir es blutig haben? Haben wir hier eine Säge. Ich habe hier noch irgendwo eine Axt gesehen beim Reinkommen. Oh, der Scherer. Oha. Ei, Karamba. Und wenn die schmerzhafteste Variante. Ich hab doch hier eine Axt gesehen. Ja, nimm ein Stück brüchiges Metall. Ich glaube, damit wird es am besten gehen. Sie haben noch 4 Minuten. Ich würde sagen, wir nehmen ein Stück Holz. Ich habe doch hier tödliche Axt gesehen. Habe ich mir das nur eingebildet. Meine Gehen tut er sowieso nicht.
kannst du auch. Oh, Stahlrohr. Ist ja nicht in der Hand. 3 Minuten und 30 Sekunden. Eine Fingerkuppe. Ah, das ist die Axt. Die Axt, die Axt, die Axt, die Axt. Damit geht's zumindest am schmerzlosesten. Ich kann sie irgendwie nicht greifen. Ist das nicht ein Witz? Ich würde die Angst vorschlagen. Das ist zumindest für die Zuschauer das am harmlosesten. Das Schnellste. Wenn es schon sein muss. Sie haben noch 3 Minuten. Achso, na dann. Alle, die es nicht können, jetzt mal bitte weggucken. Alle, die kein Blut sehen können, alle, die keine Gewalt sehen können. Here we go. Selbst nicht hingucken. Sie haben noch 2 Minuten und 30. Ich muss aber die Quicktime-Events machen. Ich muss hingucken. So ein Kack. Ich stelle einen neuen Rekord auf. Unter der Zeit. Wir könnten es auch mit Säge versuchen, aber das dauert lang. Dafür haben wir keine Zeit mehr. Das ist echt gemein. Wäre vielleicht eine Lektion für ihn? Okay, es ist jetzt das Quicktime-Event. Am Ende kriege ich es nicht hin, weil ich die Quicktime-Events verkacke. Spiel vorbei. Was denn? Muss ich gedrückt halten? Sie haben noch 2 Minuten. Langsam wird's. Ich meine, schön für ihn. Wenn er es nicht schafft. Was denn? Was will denn dieses Quicktime-Event von mir? Was willst du? Immer nicht ganz eindeutig, ob ich kloppen oder ob ich halten soll. Nein? Ich begreif's nicht. Jörg! Als Zwerg, der keine Axt bedienen kann. Na, sag mal! Sie haben noch 1 Minute und 30 Sekunden. Du verkackst das Spiel deswegen jetzt. Weil ich keine Quicktime-Events kann. Ich meine, das wäre schön, dann haben wir ein Happy End. Für ihn. Spiel, sag mir, was ich tun soll. Mach's mir unmöglich.
kann nicht alle Tasten gleichzeitig drücken. Gib mir auch noch Zeitstress. Leg in den Finger. Ich muss die Hand auf der Maustaste lassen. Das geht nicht. Ich kann das nicht einhändisch machen. So schlechter Spieler bin ich. Nee. Sie haben noch 50 Sekunden. Stirb dran. Ich hab so einen Hass gegen Dummheit. Mein Mitleid ist mittlerweile minus 10. Tut mir wirklich leid, das ist mein menschliches Mitgefühl ist bei mir. Bei allen anderen Charakteren vielleicht, aber es ist bei mir. Ich weiß nicht, wie es euch Zuschauern geht. Es ist bei mir eine Gefühlskalt inzwischen. Ich meine. Unter dem Tisch. Lag die ganze Zeit unter dem Tisch. Was für ein Idiot? Mal am Tisch nachgucken. Ich sag's euch, bei den letzten Aufgaben macht's mir Freude, den Schmerzen zu fühlen. Das Spiel bringt mich noch dazu. Ich mach's nicht, aber... Dummheit macht mich wütend. Hast ein weiteres Bildchen von deinem Sohn, wie er trinkt. Du bist ja, dass du nicht mehr retten wirst. Weil dir eh eine Figur fehlt. Langsam gibt das aber einen Sinn. Text. Positiv, Lieutenant. Sind in Position. Perfekt. Keiner rührt sich, bis ich den Befehl gebe. Klar? Wir krallen ihn uns, sobald er rauskommt. Okay, Lieutenant. Zum Glück hat die Streife den Wagen gesehen. Was macht er da drin? Wer weiß? Sie sind hier der Profiler. Sie selbst verstummen. Sitzen direkt im Hirn des Mörders. Das ist es ja. Was ich von Ethan Mars weiß, passt überhaupt nicht ins Profil des Killers. Die Geschworenen verlassen sich eher auf Beweise als auf ihre Theorien. Idiotischen Cops. Alles ist hier in diesem Spiel, sind alle. Spiel sind alle verblödet. Nein, zurückbleiben. Fehlt den Leuten an menschlichem Verstand. Sie, was hat sie jetzt vor? Sie weiß, dass sie von der Polizei beobachtet wird. Sie geht rein. Vielleicht wohnt sie da. Wie auch immer, da darf auf jeden Fall keiner rumhängen, wenn Mars rauskommt. Ethan, was ist los?
Die Polizei, da draußen. Ich glaube, die wollen sie verhaften. Wäre schön, wäre besser so. Ist ja besser so, wenn sie sie verhaften würden. Da könnte er nichts mehr tun. Was macht der bloß da drin? Auf meinen Befehl geht's los. Sie hilft ihm jetzt hier raus, oder was? Damit er sich noch weiter verstümmeln kann. Ich würde ihn gerne der Polizei überlassen, damit sie ihn verhören können. Vielleicht herausfinden, dass das nicht ist. Kann er sich nicht mehr wehtun. Jetzt hat diese Quicktime Events. Was machen wir hier? Scheiße! Es ist zu hoch. Na, sehr toll. Und die Kisten nehmen. Die Kiste verschieben. Auf meinen Befehl. Oh nein, oh nein, oh nein. Kommt nicht in Frage. Ich komme mit Ihnen. Zwei Männer an die Tür. Position halten. Zugriff. Warum muss ich jetzt verkacken? Los, hier entlang. Er wird noch angeschossen. Jetzt zur Kacke. Nein! Sie wird noch angeschossen. Das ist schon mal verändert. Jetzt kommt die Gegner mir, wenn es das Tod ist. Hey, stehen bleiben! Ich schieße! Beeilung! Schnell! Was ist zum Henker? Lieutenant, ein Mann und eine Frau kamen aus der Gasse. Vor den Kopf wegkumpeln, da. Was hast du vor? In die Gasse, hinterher! Die U-Bahn. Können wir uns irgendwie stellen oder so? Nein, nein, rechts. Als ob ich das verkackt habe. Ja, bitte. Verhaftet ihn, sperrt ihn ein. Verhört ihn. Findet raus, dass er nicht der Täter ist. Ich meine, das wird so nicht laufen. Dadurch wird jetzt die Mission, da muss sie jetzt sich opfern, jetzt muss sie sich das antun. Kinderspiele, spielst du blöd. Es wird nichts Gutes sein, dass der jetzt verhaftet wird. Ist nichts Gutes. Händebuch. Errungenschaft. Ach je. Ich werde mal versuchen, mich mal zukünftig nicht mehr so über die Dummheit dieser Charaktere in Heavy Rain aufzuregen. Auf Versprechen kann ich nichts. Ich bin nicht Ihr Richter, Ethan. Aber die sind wirklich. Ich will nur das Leben Ihres Sohnes retten. Noch ist Zeit, aber nicht zu vertan. Helfen Sie mir, Ethan. Was wissen Sie? Vertrauen, Schuldgefühl, Ethan. Lassen. Ich will Ihnen doch nur helfen. Ich will verstehen, was passiert ist. Sie müssen mir einfach vertrauen. Ich bin ein Anwalt.
Schauen Sie, Ethan. Sehen Sie sich das an. Ach so, ich bin von 8 Fotografien. 8 Leben. Ausgelöscht. Ich bin der Mittler. Ertrunken. Im gottverdammten Regen. Erkennen Sie ihn, hä? Ihren Sohn, Ethan? Das ist Sean. Er ist immer noch am Leben. Reden Sie, Ethan. Sagen Sie was. Der ist zu dumm. Reden Sie. Sorry. Das Spiel ist aus. Was bringt Ihnen denn ein weiteres Opfer? Hä? Der glaubt wirklich, dass er der Täter ist. Ich habe meinen Sohn gekidnappt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Bitte was? Ich weiß nicht, wo er ist. Der einzige Weg, ihn zu finden, ist, mich gehen zu lassen. Ich bin der einzige Mensch, der ihn retten kann. Bitte was? Das ist doch die totale Scheiße, Ethan. Das macht doch keinen Sinn. Wie soll Ihnen das irgendjemand glauben? Ich liebe meinen Sohn. Ist doch nicht der Täter. Meinen Sohn. Ist nicht der. Wenn Sie mich hier behalten, wird Sean sterben. Ach, Ethan. Die Zeit läuft, Ethan. Im Ernst, mir ist Ihr Motiv egal. Ich will nur eins wissen. Wo verstecken Sie Sean? Ich weiß es nicht. Ich hätte ihn gerettet, wenn ich es wüsste. Okay. Ihre letzte Chance, Ethan. Diesmal überlegen Sie genau, bevor Sie antworten. Wo ist Sean? Ein bisschen nervös herumlaufen. Ich sagte Ihnen, ich weiß es nicht. Muss in der Nähe bleiben, um ihn aufzuhalten. Was? Was? Eingreifen. Blake, was machen Sie? Der Typ ist ein Killer. Er hat keine verdammten Scheiße. Ist er nicht. Und er wird jetzt alles ausspucken. Der Idiot. Auch wenn er es war, Sie haben kein Recht, ihn zu schlagen. Auf welcher Seite sind Sie? Verteidigen Sie diese Scheiße? Nein, nur das Gesetz. Und das Gesetz sagt, er ist unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Der Typ hat keine Rechte, klar? Überhaupt keine. Ach du Scheiße, was soll ich hier machen? Antworten Sie mir, oder Sie stehen... Das Geständnis ist so vollkommen wertlos. Der Fall wird geschlossen. Dieser Idiot kann nicht mal jemanden vom Feiern ziehen. Warum gehen wir denn jetzt weg, damit er den zu Tode prügelt oder was? Sollen wir zuschauen, wie er es macht oder wie? Ach du Gott. Was sollen wir denn jetzt bitte machen? Das Arschloch ist diesmal eindeutig zu weit gegangen. Können wir ihm irgendwie... Können wir ihn bei seinem Vorgesetzten ankreiden? So geht das nicht. Ich setze Captain Perry von der ganzen Sache in Kenntnis. Und wo ist der? Der Scheißkerl prügelt ein Geständnis aus Mars. Er will einen schuldigen, auch wenn es der Falsche ist. Wo ist denn jetzt der verdammte Captain? Wo ist das
Büro von Captain